Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video werden wir uns mal ein bisschen mehr um die Organisation kümmern, gerade um die Werkzeuge, die man immer braucht und bei denen ich die ganze Zeit auf der Suche war, weil sie noch keinen Platz haben. Ihr seht aber hinter mir ist eine schöne große Multiplexwand und dort werden wir heute ein French Cleat System anbringen, um halt Werkzeughalter überall festhängen zu können. Gerade ein paar Worte dazu, das hier ist eine mega große Werkstatt und ich habe noch keine Ahnung, wo ich irgendwas hinhänge. Und genau aus dem Grund ist auch hier dann auch eine Multiplexwand mit French Cleat System sinnvoll. Ich habe ja in der alten Werkstatt, habe ich alles einfach festgeschraubt. Auf so einer großen Fläche macht das in meinen Augen nicht mehr so viel Sinn. Wenn die Werkstatt klein ist, dann finde ich eine French Cleat Wand nicht so unbedingt sinnvoll. Aber hier ist das eine Riesenwand mit ganz viel Fläche und aus dem Grund habe ich mich hier für ein French Cleat System entschieden. Hinter mir seht ihr eine Maschine, die, würde ich sagen, so jetzt echt am wichtigsten ist, dass die mal läuft. Und die kann ich eigentlich noch nicht so richtig benutzen. Eine Absaugung ist auch noch nicht da, weil die nur in meiner alten Werkstatt steht. Ich muss auch heute noch mit Verlängerungskabeln arbeiten, weil ich einfach nur eine Starkstromsteckdose ganz da hinten habe. Ich war gerade noch im Baumarkt und ich wusste gar nicht, dass die fertige 16 Ampere Starkstromverlängerungskabel haben. Damit ihr mal einen Preis habt, hier so ein Verlängerungskabel, das ist 1,5 Quadrat auf 10 Meter Länge. Kostet 25 Euro in etwa und ja, die werde ich wahrscheinlich auch brauchen, wenn die Maschinen an ihrer finalen Stelle stehen, weil wenn die ein bisschen im Raum stehen, kann ich natürlich die Steckdosen nicht direkt verbinden, weil die halt an der Wand ist und an die Decke wollten wir sie nicht klemmen, weil die Decke echt blöd ist, um irgendwas zu befestigen. Das ist der Grund. Was noch ganz wichtig ist, wenn ihr sowas in Betrieb nimmt, spannt am besten mal die Sägeblätter runter, denn bei Starkstrom müsst ihr natürlich schauen, dass der Motor in die richtige Richtung läuft. Es gibt Stecker mit einem Phasenwender. Das hat der hier, glaube ich, nicht. Ach doch, der hat sogar einen Phasenwender. Ach cool. Ein Phasenwender, da könnt ihr einfach von den drei stromführenden Phasen, könnt ihr einfach eine Phase drehen und dann dreht sich der Motor auch schon in die andere Richtung. Bei der Gelegenheit kann ich euch auch gerade mal wieder meinen Spaltkeil zeigen. Den habe ich mir selbst gemacht, weil es bei der Maschine keinen mehr gab. Ich kann nur so viel dazu sagen, der funktioniert einwandfrei. Der hat mich schon oft davor bewahren oder geschützt, dass halt irgendwie sich was verklemmt. Denn wenn sich was verklemmt, klemmt es nicht auf Sägeblatt, sondern hier auf dem Spaltkeil. Heißt für mich so viel, das funktioniert. Als ich ihn damals hergestellt habe, haben mir viele gesagt, das da funktioniert nicht. Sieht ein bisschen sketchy aus, aber hat jetzt schon mehrere Jahre funktioniert. Ich habe natürlich jetzt nicht so einen großen Arbeitsbereich, aber jetzt habe ich, also ich habe eine groß genügende Werkstatt. Da kann ich die Platten rüberschieben. Das passt. Oh, das passt von der Höhe gar nicht. Ups. Ich habe ja gesehen, dass das da gerade nicht so wirklich gut funktioniert hat. Aus dem Grund werde ich die Platten ein bisschen runterschneiden, dass sie einmal nicht mehr so groß sind. Ich habe ja auch eine große Platte, darauf werde ich das Ganze dann zuschneiden. Aber dafür muss als erstes ein bisschen Platz gemacht werden. Und zum Glück habe ich einen Hubwagen, denn mit dem kann man solche Paletten und so Sachen, die noch keinen Platz haben, einfach gut verräumen. Ich habe noch einen Zweitkanal bzw. Drittkanal. Und dort stelle ich hier das Werkzeug vor, was ich benutze. Ich will hier nämlich in den Videos nicht so viele Worte darüber verlieren. Dort stelle ich nämlich auch hier diese Tauchkreissäge vor. Ich habe jetzt auch eine Tauchkreissäge. Wen das interessiert, dem verlinke ich mal das Video unten in der Box. Und mich würde es sehr freuen, wenn ihr das Ganze abonniert. Wie gesagt, es sind in meinen Augen wirklich so richtig wertvolle Videos. Denn ich fange da nicht an, rumzublabbern, wie viel Watt die Tauchkreissäge hat, sondern was mir dran gefällt. Ob es überhaupt was taugt, weil solche Anzahlen wie Gramm und wie viel Gramm so leichter ist, das ist in meinen Augen nicht so wirklich sinnvoll. Also genau, solche Videos findet ihr auf meinem Werkzeugkanal. Jetzt habt ihr gerade gesehen, wie ich die ganzen Streifen auf 45 Grad zugeschnitten habe und dann habe ich es auch alle direkt ein bisschen geschliffen, damit man sich auch nicht die Hand dran aufschneidet, immer da mal hängen bleibt. Jetzt können wir das auch langsam schon an der Wand befestigen
Und die Hobelbank muss aus dem Weg. Das hier muss aber vorher noch weg. Es ist so geil, wenn etwas mal einfach funktioniert. Als nächstes kommt wieder der schöne Part, denn da sieht man wieder wirklich, dass sich was tut hier an der Werkzeugwand. Denn jetzt werden wir hier diese Streifen an der Wand festschrauben. Ich habe mir am Anfang überlegt, das Ganze wie bei Laminat zu machen, dass ich hier ein Stück zuschneide und das Stück hier hinten abschneide und das, was dann über ist, links anzuschrauben. Bin ich aber ganz schnell von abgekommen, weil dann wären die ganzen Schrauben nicht mehr wirklich gleichmäßig. Deswegen ist hier die Stoßkante und die geht hier senkrecht hoch. Und ich habe mir natürlich hier einfach ein Distanzstück gemacht und kontrolliere alle zwei, drei Teile, ob das Ganze auch noch in Waage ist, denn die Streifen hier können sich natürlich ein Stück biegen. Ein Großteil hängt jetzt mittlerweile an der Werkzeugwand. Ich habe jetzt echt mal versucht, die Dinge anzuhängen, die ich die ganze Zeit benutze. Zum Beispiel Holzleim, die Einhandzwingen, Schrauben auf jeden Fall. Dann dort hinten das schöne Regal, was über meiner Drechselbank war. Dort kann ich auch ein bisschen Zeug drin staubfrei dann lagern. Schraubenzieher, Hammer, Schleifpapier und blaues Papier, um die Hände sauber zu machen. Das hängt jetzt mal alles hier drin und jetzt werden wir wieder die anderen Dinge mal hier hinschieben, damit wir wieder ein bisschen mehr Ordnung hier reinbekommen. Ich habe noch ein bisschen Zeug, was ich an die Wand schrauben möchte. Das ist jetzt nichts Praktisches, aber das liegt mir einfach so ein bisschen am Herzen, denn das sind noch ein paar vergangene Projekte aus der alten Werkstatt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr das Projekt noch kennt. Hier dieses schöne Epoxy-Werk. Sieht viel zu gut aus, dass man das nicht direkt sieht. Deswegen kriegt das auch quasi einen Ehrenplatz. Hier hängt das schon mal gut. Dann habe ich hier noch auch ein paar ganz, ganz schöne Sachen. Und zwar sind das hier originale Reklamen von den Zeiten, wo das Ganze halt beworben wurde. In dem Fall ist es hier Batman. Habe ich mal auf dem Flohmarkt gefunden. Ich hau zwar kein Batman, aber ich finde, das sieht einfach wunderschön aus. Dann habe ich hier noch einen VW-Bus. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr meint, was sowas wert ist. Denn bei dem Herrn, bei dem ich es gekauft habe, keine Ahnung, es war mir eigentlich egal. Er meinte halt, dass er sie nur an Privatleute verkauft, weil die sehr, sehr viel wert wären. Aber kann sein, dass er das... Dass das nicht die Wahrheit war, ist mir aber auch eigentlich egal. Ich finde, sie sehen trotzdem cool aus. Hier habe ich noch Star Wars. Und somit ist die Werkzeugwand auch schon fertig. Also ich bin wirklich mega happy mit dem Ergebnis. Das Ding ist natürlich super praktisch, aber es soll natürlich auch hier für die Videos schon ein bisschen schön aussehen. Deswegen habe ich das auch so gewählt. Aber unterm Strich macht es eigentlich keinen Unterschied, ob man es jetzt mit USB macht oder mit irgendeinem anderen Holz. Das sieht schön aus und es ist praktisch. Es ist noch genügend Platz da, um einige Dinge aufzuhängen. Und ich habe jetzt schon ein bisschen gemerkt, okay, die Akkuschrauber hängen da hinten, ist vielleicht nicht so super ideal, deswegen kann ich sie ganz entspannt hier hinhängen. Aber das werde ich erst machen, wenn ich hier wirklich richtig dran arbeite, an einem richtigen, konkreten Projekt. Und bis jetzt finde ich, sieht super cool aus. Auch die Bilder haben diese Lücken schnell und gut schön aufgefüllt. Gefällt mir richtig gut. Und ansonsten soll es das eigentlich auch schon für das Video heute gewesen sein. Schön, dass du bis jetzt am Video dran geblieben bist. Ich freue mich schon jetzt mega auf deinen Kommentar, was du von dieser Werkzeugwand dir hältst. Ist es zum Arbeiten oder ist doch nur eine Showwerkstatt? Showwerkstatt. Ich freue mich auf jeden Fall auf deinen Kommentar und wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag. Servus.